Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute mal eine tolle Tütenverpackung machen und euch noch ein bisschen das Giftboard von Stampin' Up! Vorstellen. Ich habe zwar dazu schon mal ein Video gemacht, das war zu eher einem weihnachtlichen Anlass, aber ja, ich finde, so Tüten kann man immer gebrauchen, da kann man tolle Sachen einpacken. Dann möchte ich jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Und zwar habe ich jetzt hier eine Tüte in Lindgrün. Ich liebe diese Farbkombination, ich finde die total super. Und hier habe ich nochmal eine Tüte gemacht in Marineblau und da habe ich auch ein bisschen so den Hintergrund gestempelt. Und das machen wir jetzt zusammen. Ihr braucht dazu dieses Stanzboard von Stampin' Up. Ich glaube, es heißt Stanzboard für Tüten. Und da ist immer so ein Faltstift mit dabei. Und ja, auf dem Board steht auch die Anleitung, in welchen Größen ihr die Tüten machen könnt. Also ihr könnt die in der Höhe variieren. Die Tüte kann unterschiedlich hoch werden, aber nicht in der Breite. Also in der Breite gibt es 3 Größen und das, was wir jetzt machen heute, ist die Größe L, also die größte Breite, die man an der Tüte machen kann mit diesem Board. Und ihr könnt sie aber auch noch kleiner machen, also schmäler in Größe M oder in Größe S. Und diese Maße, die stehen schon auf dem Board drauf. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Tüte machen wollt mit dem Maß S, dann braucht ihr ein Papier, das 10 Inch groß ist oder 25,4 cm. Und wie gesagt, in der Höhe könnt ihr variieren. Oder bei M braucht ihr eins in 11 Inch mit 27,9 cm. Und in L steht dran 12 Inch mit 30,5 cm. Ich verwende jetzt heute ein Stück Farbkarton in A4-Format. Das ist nicht ganz 30,5 cm, aber das funktioniert genauso, dass dann nur die Klebelasche ein bisschen kleiner. Genau, also so machen wir das jetzt. Ich bleibe auch in der Höhe einfach bei einem A4-Papier. Wenn ihr ein größeres Papier habt und die Höhe noch ein bisschen mehr haben wollt, dann könnt ihr das 12x12-Inch Papier auch nehmen natürlich und habt dann noch eine höhere Tüte. Genau, ich lege mir jetzt einfach ein Schmierpapier drunter und jetzt stempel ich mir diesen wunderschönen Blütenstempel aus dem Stempelset Wahrlich Vintage, bevor ich mit meinem Falzbrett arbeite, in Lindgrün auf. Und da gehe ich so ein bisschen kreuz und quer über mein ganzes Blatt. Also das ist jetzt nicht wichtig, dass es total gleich ist, sondern dass halt einfach überall ein bisschen was drauf ist. Und so könnt ihr euch quasi euer eigenes Designerpapier kreieren. Das reicht schon mal erstmal. Und jetzt falze ich mir das Ganze nach. Und zwar, als erstes lege ich mein komplettes Papier ein und fahre mir an der kompletten langen Seite diese horizontale Linie nach. Das ist nämlich immer was ich sehr gerne vergesse und deswegen mache ich das immer gleich am Anfang, bevor ich überhaupt starte sozusagen. Und das Ganze mache ich, da oben geht mir der Platz aus, einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. So, das heißt, ich habe jetzt hier oben eine Linie, ich hoffe, ihr seht das ein bisschen, und hier unten im gleichen Abstand. Und dann lege ich mir mein Papier hier bei der Startlinie an. Und jetzt, ich stehe jetzt mal kurz auf, weil man muss da wirklich richtig gut drauf drücken. Jetzt punche ich einmal, fahre mir dann meine Seite 2 nach. Hier, Seite 2. Und dann einmal dieses Dreieck mit der Linie nach unten. Das ist jetzt meine Seitenansicht. Hier seht ihr das an der Box. Da macht man sich so ein Dreieck rein und dann hat man das richtig schön dran. Also das hier ist mein Boden und das ist mein Deckel. Wenn ihr euch irgendwas aufstempelt, was nach oben schauen muss, müsst ihr das Papier vorher umdrehen. Aber bei mir ist es egal, weil ich in beide Richtungen gestempelt habe. Deswegen passt es so. Und jetzt schiebe ich das weiter und gehe mit meiner Linie direkt an diese Nase hin. Und zieh mir die Linie L nach, denn ich möchte ja jetzt eine L-Tüte machen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine kleinere Tüte machen wolltet, müsstet ihr dann eben zum Beispiel S oder M nachfahren. Aber bei mir, ich möchte die größte machen und da ziehe ich mir die L-Linie nach. Und nicht vergessen,
Noch einmal mit voller Power. Punchen. Genau, dann ziehe ich es mir wieder weiter, so dass meine Nase hier, ich hoffe, ihr seht es gut, also ich hoffe, ich bin da richtig gut im Bild, dass meine Nase hier wieder an dieser letzten gemachten Linie, an dieser L-Linie anliegt. Und jetzt machen wir wieder ein Seitenteil. Das heißt, ich fahre zuerst meine Seitenlinie runter, Seite 2, und dann mein Dreieck mit dem langen Strich nach unten. Und nicht vergessen, nochmal punchen. Und das Ganze wird weitergeschoben, wieder zu dieser Linie, die man als letztes gezogen hat. An diese Linie gehen wir immer ran. Ich fange jetzt an mit Punchen und ziehe mir dann noch meine L-Linie nach. Okay, gepuncht habe ich und jetzt gehe ich nochmal an meine letzte Linie hin und lege die hier nochmal schön an. Direkt an diese Nase und punche ein letztes Mal. So. Puh. Also das eignet sich total gut, wenn man das Ganze im Stehen macht, weil dann hat man ein bisschen mehr Schmackes. Und jetzt drehe ich mir das Ganze nochmal um und stanze mir jetzt hier oben das nochmal aus. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal an meine Linie hier, an diese letzte Linie. Das ist übrigens meine Klebelasche, die schaut jetzt auf die linke Seite. Punch mir das Ganze nochmal und gehe nochmal weiter auf die nächste Linie und punch mir das nochmal. Und das reicht im Prinzip schon. Ihr könntet das jetzt noch weitermachen, also immer an diese Linien gehen und dann nochmal punchen und könntet euch dann auch eine Verpackung aus dem Ganzen bauen. Also es muss nicht immer eine Tüte werden. Oder ihr lasst es einfach so wie ich. Das ist jetzt meine Rückseite und das klappe ich nachher vorne zu. Das wird dann meine Klappe nach oben. Das seht ihr jetzt gleich. Okay, dann kann das Board weg. Und jetzt falze ich mir alle Linien erstmal nach. Ich habe hier schon mal vorher aus Versehen was gestempelt. Das ist nicht so gut angegangen. Nicht, dass ihr euch wundert. Also das ist meine richtige Seite und ich falze jetzt einfach mal alle Falzlinien nach. Und bevor ich mir jetzt meine beiden Dreiecks oder meine beiden Seitenteile nachfalze, schneide ich mir diese ganz lange Lasche weg. Denn wir brauchen nur diese eine Lasche. Wir machen ja hier nur diesen Deckel mit dieser Klappe nach vorne und diesen ganzen Teil, den wir hier oben haben, den brauchen wir gar nicht. Den können wir wegschneiden. Und dann schneide ich mir hier auch noch diesen Bereich so ein bisschen ein. Zwar so schräg, das wird meine Klebelasche. Dann sieht das Ganze schon richtig schön aus. Und meine Seitenteile, diese mit diesem Dreieck unten dran, die knicke ich mir so ein bisschen nach oben. So wird das Ganze dann jetzt gleich zusammengebaut. Also es ist wirklich sehr einfach. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, dass man immer ein Seitenteil macht und ein großes Teil und wieder ein großes Teil und wieder ein Seitenteil, dass sich das schön abwechselt, aber dann funktioniert es sehr gut. Und jetzt können wir uns einfach auf unsere Klebelasche ein Stück Abreißklebeband kleben. Und dadurch, dass unser Papier jetzt im A4-Format ist, und das heißt, dass es von der Breite nicht ganz 30,5 cm hat, ist die Klebelasche ein bisschen kürzer. Und dadurch passt das Abreißklebeband nicht ganz drauf, aber das macht nichts. Ich nehme jetzt diese Schutzhülle einfach ab, die da so oben drüber ist, wenn sie denn weg mag. Genau. Und jetzt den Rand, den ich da noch habe, den nehme ich hier einfach so ein bisschen hoch. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Aber wenn ihr ein großes Papier verwendet, 30,5, habt ihr das Problem gar nicht. Aber so geht es natürlich auch. Es ist kein Problem. Und jetzt klebe ich mir meine Tasche schon zusammen. Meine Tüte. Okay. Ja, und dann seht ihr schon, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier mein Oberteil mit meiner Lasche. Und unten haben wir den Boden, den ich mir jetzt einfach noch mit ein bisschen Flüssigkleber anklebe. Und zwar mache ich einfach ein bisschen Kleber hier auf diese seitlichen Laschen drauf, klappe mir die hintere Seite um
und mache mir hier noch ein bisschen Kleber drauf und klappe mir die vordere Seite um. Meine vordere Seite ist die Seite, wo keine Lasche dran ist. Und jetzt stelle ich mir das Ganze auf und nehme mir mein Falzbein und gehe da noch ein bisschen rein, dass der Kleber ein bisschen sich antrocknet. Dass der dann auch schön hält. Ja, und schon ist die Tüte fertig. Ich habe hier vorher aus Versehen ein bisschen auf der Rückseite gestempelt, aber das schaut jetzt wirklich gut aus. Also wenn ihr das auch machen wollt, ist, wenn man von oben so reinguckt, macht das einen ganz coolen Effekt. Okay, und jetzt werden wir die Tüte verzieren und verschließen. Dazu messe ich mir jetzt hier vorne ein bisschen aus, wo ich meine beiden Löcher hin haben möchte, dass das so einigermaßen gerade oder schön gleichmäßig ist, sagen wir mal so. Und ich habe jetzt hier 8 cm und mache mir da jetzt einmal bei 2 cm einen Punkt und bei 6 cm, also ich habe hier unten das abgemessen, 8 cm, habe es ein bisschen nach oben geschoben und mache jetzt da bei 2 und bei 6 cm einen Punkt hin und da kann ich jetzt mein Papier lochen. Und zum Stanzen von den Löchern benutze ich jetzt die Cropper Dial. Die hat 2 verschiedene Größen zur Auswahl, welche Löcher man ausstanzen möchte. Und ich nehme jetzt die kleinere. Und das Gute ist, das kann man von oben ganz gut sehen, wo man denn das Loch machen möchte. So. Und da stanze ich mir das dann rein. Und jetzt lege ich mir das vorne so an, markiere mir diese beiden Punkte. Da bin ich jetzt total rausgekommen. Das muss ich natürlich wegradieren. Und kann jetzt auf der anderen Seite auch gleich meine Löcher stanzen. Die Cropper Dial ist nicht von Stampin' Up, da kann ich euch aber den Link in die Infobox packen, wo ich die gekauft habe. Jetzt ist das schon mal unser Verschluss. Und jetzt war ich ganz schlau und habe das eigentlich zu früh gemacht. Ich muss ja erstmal meine Frontdeko machen. Ja gut. Ich habe nämlich hier noch ein paar Sachen für euch und zwar ein paar Materialien für die Dekoration. Einmal ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß in dem Maß 14 x 8,8 cm und einmal ein Stück Designerpapier, das ist jetzt das Designerpapier Sternenhimmel in dem Maß 13,5 x 8,3 cm. Okay, also hinten seht ihr auch dieses Sternenhimmelmotiv. Kann man sich jetzt überlegen, was einem besser gefällt. Ich würde jetzt schon das Graue von das Granitfarbe in den vorne hin machen, weil das noch ein bisschen sich abhebt von dem Grünen im Hintergrund. Und jetzt klebe ich mir das einfach aufeinander auf und dann auf meine Box und dann mache ich mir die Löcher nochmal rein. Das ist natürlich sinnvoller, weil da muss man ja natürlich auch durch das Designerpapier durch. So, und jetzt nehme ich mir ein Stück von diesem getupften Tüllband und wenn ihr was einpacken wollt, packt das vorher ein. Wenn nicht, fädle ich mir das jetzt hier so rein. Und zwar fange ich so an, dass ich das hier unten durchfädel. Und auf der anderen Seite auch einfach einmal so durchgefädelt von innen nach außen. Dann ziehe ich mir das so in Form, dass die Bänder ungefähr gleich lang sind. So. Und dann kann ich meine alle Sachen, was ich verpacken will, innen rein tun und mir das dann hier so innen nach außen durch den Deckel, durch die Lasche fädeln und kann es dann vorne mit einem Schleifchen verschließen. Und jetzt haben wir es schon ganz schön cool gemacht, würde ich sagen, und gehen noch an die restliche Dekoration. Dafür verwende ich jetzt ein Stück Blütenrosa und die Stanze, diese Sonnenstanze, und stanze mir einmal diese Sonne aus. Und dann wird noch ein bisschen gestempelt, einmal in Blütenrosa und einmal in Lindgrün. Und da nehme ich einmal diesen Rahmen aus dem gleichen Stempelset, aus dem Wahrlich Vintage und für dich als Stempelspruch. Und den Rahmen mache ich jetzt in Lindgrün. Und den Spruch für dich mache ich jetzt in Blütenrosa. Hoffentlich einigermaßen mittig. Ja, passt.
Und dann habe ich mir noch die Blüte, die ich vorher schon benutzt habe, die mache ich mir jetzt kurz sauber. Dazu benutze ich das Damping Scrub. Eine Seite ist immer da, um das Ganze nass zu machen, und einmal kruppelt man sich das dann so trocken. Und es ist total praktisch, weil es so schnell geht und weil der Stempel super cool wieder sauber wird. Und diesen Stempel setze ich mir jetzt hier noch so ein bisschen in den Hintergrund. Brauche ich nur noch mal ein Schmierpapier. Nochmal so ein bisschen in den Hintergrund auf meine Sonne. So. Und was ich dann noch mache, ist mir aus dem klassischen Etikett und unserem Reststück, das wir vorher schon an der Tüte benutzt haben, einfach zwei so Etiketten auszustanzen. Und die werde ich dann nachher noch in den Hintergrund reinmachen. Und zwar so. Dann stanze ich mir noch mein Etikett aus. Ich glaube, exquisites Etikett heißt es. Und jetzt baue ich das Ganze zusammen. Und um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Feinheit zu geben, benutze ich noch das silberne Garn. Wickel mir das ein paar Mal um die Finger, mal um zwei, mal um drei. Und setze mir das auch noch hinten in den Hintergrund. So, finde ich, hat man ein richtig schönes, ja, ich glaube, sehr elegantes Etikett für die ganze Tüte. Und das klebe ich mir jetzt auf einen kleinen Mini-Klebepunkt auf, damit ich das besser anbringen kann. So, das mache ich mir jetzt hier auf die Rückseite, ungefähr hierhin. Genau. Meine beiden Etiketten kann ich jetzt auf diese Seite oder auf diese Seite anbringen. Machen wir es auf diese Seite, mache ich auch mit den Klebepunkten. Jetzt habe ich es gerne auf die falsche Seite gemacht. So rum möchte ich es ja ganz gerne haben. Mache ich es nochmal schnell weg. So. Und da vorne drüber kommt dann noch das Etikett. Und das Etikett klebe ich mir jetzt an mit den Dimensionals. Einmal dieses hier. Und einmal das hier so schräg drüber. Und jetzt wird das Ganze noch mit ein paar Perlen verziert. Eine Perle mache ich mir hier so auf dieses silberne Garn drauf. Das finde ich, macht sich immer sehr gut. Und dann kommt hier auf das Etikett noch die ein oder andere Perle. Am besten in verschiedenen Größen. So sieht das ganz schick aus. Ja, und schon ist unsere Tüte fertig. Also ich muss sagen, ich finde die Tüte total schön. Hier habt ihr mal den Unterschied zwischen den bestempelten und dem nicht bestempelten. Bei der marineblauen Tüte hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Da finde ich, wirkt das ganz besonders schick und elegant. Das ist eine richtig tolle Tüte. Ihr habt ein gutes Maß, ihr kriegt da einiges unter und ihr könnt die so richtig schön verschenken. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen möchtet, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr diese Glocke aktiviert. Genau. Also wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!